Sag mal, ist es eigentlich noch zulässig, Endstromkreise in Unterverteilungen einfach direkt aufzulegen, ohne reinklemmen? Also direkt auf die Sicherungen, LS-Schalter, RCDs und so. Und wenn ja, gilt das überall? Also in Wohnung, Gewerbe und Industrie? Oder muss ich das jetzt, wie mein Kollege heute gesagt hat, muss ich reinklemmend verwenden? Gehen wir direkt in die Vollen. Nach einer pauschalen Forderung zu reinklemmen für Endstromkreise in Elektroverteilungen wird man in den Normen wahrscheinlich vergeblich suchen. Ich zumindest kenne keine solchen Vorschriften, die für alle Anwendungsfälle und immer und ausnahmslos gelten. Aber es gibt, wie so oft in unserem Job, Regeln für bestimmte Bereiche in bestimmten Situationen unter bestimmten Bedingungen. Für den Betrieb bestimmter elektrischer Anlagen fordert die DIN VDE 0105 Teil 100 eine wiederkehrende Prüfung. Ganz klar und ganz allgemein. Die Prüfintervalle variieren in der Regel zwischen 4 Jahren und bei höheren Risiken 1 Jahr. Teil der Anlagenprüfung, sogar wesentlicher Teil, ist die Messung und Bewertung des Isolationswiderstands. Unter anderem zwischen Neutralleiter und Schutzleiter. Für diese Messung muss der Neutralleiter jedes Stromkreises getrennt werden. Ja und? Was heißt das jetzt? Und wo steht bitte schön, dass ich dazu Klemmen verwenden muss? Naja, es gibt da schon was an Lesestoff in den Normen. Denn dort, wo gefordert wird, dass es möglich sein muss, den Isolationswiderstand ohne Abklemmen des Neutralleiters zu messen, kann man indirekt von einer Forderung nach Reinklemmen sprechen. Nämlich nach Reinklemmen mit integrierter Trennmöglichkeit, also Neutralleiter-Trennklemmen. Solche Forderungen sind beispielsweise in folgenden Normen nachzulesen. In DIN VVDE V066 richten elektrische Anlagen in Bereichen, die durch Stoffe mit explosiven Eigenschaften gefährdet sind, aus 2011, die man zum Spottpreis von aktuell 106,80 Euro erwerben kann. Dort findet man die Anforderung, bei Stromkreisen außerhalb von Schalt- und Verteilungsanlagen mit Leiterquerschnitten kleiner 10 Quadratmillimeter muss eine Isolationsmessung aller Neutralleiter gegen Erde ohne Abklemmen der Neutralleiter möglich sein. Zum Beispiel durch Einbau von Neutralleiter-Trennklemmen in die Schalt- und Verteilungsanlage. Die gleiche Anforderung ist auch in DIN VDE 0100 Teil 718. Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art, öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten zu finden. Dort steht, die Haupt- und Unterverteilungen sind so auszuführen, dass eine einfache Messung des Isolationswiderstands aller Leiter gegen Erde jedes einzelnen abgehenden Stromkreises möglich ist. Bei Leiterquerschnitten unter 10 Quadratmillimeter muss diese Messung ohne Abklemmen des Neutralleiters möglich sein. Zum Beispiel durch den Einbau von Neutralleiter-Trennklemmen. Auch in DIN VDE 0100 Teil 420 und dort, wo es um Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter geht, wird diese Forderung mit dem in etwa gleichen Wortlaut erhoben. Dort heißt es dann, zum Zwecke einer vereinfachten Isolationsmessung als vorbeugende Maßnahme für den Brandschutz muss jeder Neutralleiter mit einer Einrichtung zum Trennen nach DIN VDE 0100 Teil 530 versehen sein. Hierfür dürfen zum Beispiel Neutralleiter Trennklemmen verwendet werden. Ich verstehe diese Forderungen also so. Von einer pauschalen Forderung nach Reinklemmen im Elektroverteiler kann keine Rede sein. Es sind in den beschriebenen Normausschnitten stets Elektroverteilungen gemeint, die sich in ganz bestimmten Gebäudetypen oder Raumarten befinden. Natürlich werden Neutralleiter-Trennklemmen in vielen Bereichen vorgeschrieben. Hierzu gehören öffentliche Einrichtungen, zum Beispiel Versammlungsstätten, Sport- und Gaststätten, Museen, Theater und so weiter. Aber auch Arbeitsstätten und damit jegliche Art von Fertigungsbetrieben in Gewerbe und Industrie. Insbesondere selbstverständlich in Anwendungsbereichen, bei denen die Brandgefahr durch die Art, Verarbeitung oder Lagerung von brennbaren Materialien verursacht wird, wie in Lagerräumen und Arbeitsstätten für Holz und Papier. Für mich im Haus- und Wohnungsbau also eher kein Problem, auf Reinklemmen zu verzichten. Dennoch tue ich das in der Regel nicht. Warum? Naja, weil ich ein Freund davon bin, eine übersichtliche Arbeit abzuliefern.
Außerdem kann durch den Einsatz von Reinklemmen der Verteiler bequem in der Werkstatt vorbereitet und größtenteils verdrahtet werden. Hier hat man mehr Platz, besseres Werkzeug und eventuell auch eine bessere Beleuchtung, um den Verteiler inklusive der Beschriftung und der Dokumentation optimal vorzubereiten. Natürlich geht das nicht immer. Aber es gibt schon Situationen, in denen ich so rangehe. Zudem kann man mit Reihenklemmen für eine ordentliche Dokumentation sorgen. Natürlich, bei Gelegenheit kommt da mal ein Video über Hager Ready und Co. Überhaupt gibt es unfassbar viele gute und bisweilen leider auch recht teure Installationsklemmen von Vago und Phoenix Kontakt und vielen anderen Herstellern, die einem Monteur das Leben wirklich enorm erleichtern. Es muss nicht sein, aber es ist schön, wenn man es hat. Zudem ist es auch so, dass es bei einer komplexen Elektroverteilung schwer sein kann, normkonform zu bleiben, was die Forderung nach Übersichtlichkeit einer Schaltanlage angeht. Denn es gibt beispielsweise in der DIN EN 61439 Teil 1 eine Forderung im Hinblick auf eben jene Übersichtlichkeit. Dort heißt es, soweit sich die Schaltung aus der konstruktiven Anordnung der eingebauten Geräte nicht klar erkennen lässt, müssen Unterlagen, zum Beispiel Schaltpläne oder Klemmenpläne, mitgegeben werden. Ohne ordentlich beschriftete Klemmen, naja, ist das schwierig. Aber es stimmt schon, das ist jetzt wirklich Suchen nach der Vorschrift. Muss ja nicht sein. Aber einen habe ich noch. In derselben DIN EN 61439 steht nämlich eine weitere wirklich wichtige Forderung zu den Anschlüssen für von außen eingeführte Leiter. Und zwar, die Anschlüsse müssen so ausgeführt sein, dass die von außen eingeführten Leiter durch Schrauben, Steckanschlüsse und so weiter angeschlossen werden können und sichergestellt ist, dass die für die Strombemessung und die Kurzschlussfestigkeit der Betriebsmittel und des Stromkreises benötigte Kontaktkraft aufrechterhalten bleibt. Na dann, gerne Zugfeder klemmen. Selbst dann, wenn sie keine Trennvorrichtungen sind. Für mich war es das heute wieder. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Bye.